Guten Tag, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge SnowRunner. Ja, unsere Firmenfahrzeuge stehen hier fein säuberlich aufgereiht in Reihe und Glied. Mein Plan war gewesen, dass wir vielleicht den LKW hier nebenan nochmal kurz umbauen. Warte mal. Truck wechseln. Nee, wir wollen da rein. Ich würde sehr gerne hier die andere Pritsche raufbauen. Ja, wobei, warte mal, vielleicht doch nicht. Egal, komm, wir fahren damit. Der Plan war nämlich wie folgt. Warum ist denn das Ding schon wieder so laut hier? Was ist denn mit der Kamera los? Warum ist denn der so langsam? Hä? Was stimmt denn hier nicht? So, jetzt aber. Okay. So, ja. Doch, komm, wir holen die Fässer heute ab hier. Und zwar kriegen wir am Bahnhof die Fässer für die Mission, die wir hier am Laufen haben. Schmutzige Taten. Die Fabrik kriegt 2 Fässer, das Dorf 1 und die Farm kriegt 1. Aber hier war doch der richtige Weg, oder? Also ich hoffe doch. Wir fahren mal hier rein. Mal gucken. So, wir machen ein bisschen Licht im Dunkeln. Vielleicht sehen wir da ein bisschen mehr. Weil ich wollte hier eigentlich gerade die große Pritsche raufbauen, aber das ist eigentlich auch Quatsch, oder? Ja, moin, bin jetzt da, kann losgehen. So. Ich weiß nämlich nicht, wie groß hier an die Schichte wird. Na, ihr könnt mir vorstellen, das sind Fässer auf Paletten, oder? Dann kriegen wir hier 2 Paletten drauf. Jetzt haben wir uns aber ja auch hart verknotet. Hier wollte ich da eigentlich ja nicht hin, in die solle Ecke. Okay, so ist besser. Gott, die Kamerakollision ist sehr grauenvoll, Leute. So, warte mal. Ölfässer. Genau, da sind sie doch. Gut. Haben wir das schon mal drauf. Die Bäden sind quasi für die Fabrik. Dann kommen wir nochmal mit dem MRN ran, ihr Eiert. Und dann hauen wir hier nochmal eine Palette drauf für Dorf und eine für die Farm, oder? Ja, dann machen wir das. Dann könnten wir mit den beiden Jungs eigentlich im Konvoi schon mal bald losdüsen. Vielleicht ist der Auftrag auch relativ schnell zu erledigen. Mal gucken. Wie gesagt, wenn wir damit zur Fabrik fahren, sind wir da schon mal halb raus. Ich würde aber gerne hintereinander wegfahren. Und dann brauchen wir quasi nur einmal die Strecke abarbeiten. So, Vollgas. Mir geht nicht, ne? Ja. Und Motor aus. So, wir brauchen den MRN. Wo ist er? Ist er? Der ist es. Da wollen wir rein. Und Abfahrt. Oh, der ist cool. Warte mal. Nehmen wir mit Kran. Oh ja, komm, wir lassen den Kran da drauf. Ja, das passt schon. Der kommt ja nicht richtig in Schwung. Der fährt so leichtfüßig. Das merkt man gar nicht, dass er schneller wird. So, und rein in die Pampe. Mal an. Okay. Tada. Hier müsste eigentlich auch 2 Paletten Ölfässer auf hier. Würde mich jetzt sehr wundern. So, jetzt biegen wir aber gleich hier vorne links ab. So, siehst du mal. Ey, der fährt sich viel besser. Der wäre mit Anhänger, glaube ich, perfekt. Gut, Abmarsch. So, dann hängen wir den hinten dran. Dann fahren wir im Konvoi. Ja, bis zur ersten Weggabelung, wo sich die Wege denn noch kreuzen. Mit dem MRN würde ich gerne die weiten Wege fahren. Bis zur Farm und bis zum Dorf. Weil der ist ein bisschen flinker, oder? Macht das Sinn? Ich glaube, ja. Müssen wir kurz die Mappe nochmal konsultieren. Bis wohin wir gemeinschaftlich den Weg bestreiten. Und ab da müssen wir dann einzeln fahren. Das kriegen wir hin. Hat da gerade ein bisschen Bock drauf. Und die gibt doch gute Geld, glaube ich, ne? Das war ja nicht so schlecht bezahlt. So, LKW wechseln. Dann hängen wir hier erstmal die Windere. Ne? So, sind wir schon mal miteinander wieder connected. Das ist schon mal ja nicht schlecht.
Gott, die Kamera, ne? Ist so schlimm. Upsala. Okay. So, halt mal nochmal an. Wir gucken nochmal. So, wir müssen zum Dorf und zur Fabrik. Da können sie ja fast gemeinschaftlich hinfahren. Der Weg ist ja halbwegs befahrbar, ne? Ja, kein Thema. Die beste Strecke zur Farm... Oh, die Farm war so bescheiden befahrbar. Okay, bis wohin? Bis da fahren wir erstmal gemeinsam. Okay, ist jetzt schon mal eine Ecke. Das machen wir so. Gut, dann, los. Jetzt schiebt er den schon, ne? Och man, ey. Boing. Und Abfahrt. Ich glaube, der MRM ist immer ein bisschen schneller. Der könnte öfter hinten ranhängen und schieben. Ja. Ich habe da echt Talent für sowas, ne? Jedes Mal, wenn ich auf ein Foto... Button drücke, dann haben wir da irgendwas in der Latichte, was da vorhängt, seit im ETS, im ATS oder hier ständig. So, wenn wir auf Kurs bleiben, wäre auch schön. Da ist nämlich ein Pfahl, wo wir voll gegenfahren. Perfekt. Und alle zurück. Das ist aber wieder Katastrophe heute. Was ist denn das hier? Nun komm rum, Junge. Komm, komm, komm. Ja, ja. So. Okay. Ich muss sagen, ich fand den eigentlich immer geil, aber der ist ganz schön behäbig. Der MAN ist deutlich geländetauglicher, ein bisschen agiler, ein bisschen leichtfüßiger, ein bisschen schneller. Aber den kriegen wir schon hin hier. Was ist denn, der fährt immer gleich hinten auf. Nicht so cool. So, jetzt aber. Warte mal, wir gehen mal in High Range. Aber dann hat er nur einen Gang, oder? Ja, siehst du. Volle Tank waren sehr bede, glaube ich. Okay. Ich würde gleich nochmal auf die Karte gucken, wie weit wir noch zusammenfahren, bevor die Wege sich trennen. Ich glaube an der Bushaltestelle noch vorbei, die da kommt. Oder? Ich möchte sagen, ja. Aber beide zusammen ist auch cool. Der MRN, der schiebt immer fleißig. Oh Mann, ey. So, warte mal, nee, ich gucke mal. Ja. Nee, warte mal, die Bushaltestelle war da. Wenn wir da mit Bede ankommen, sind wir schon zu weit. Wir müssen bis hier vorne. Also die Abfahrt noch und dann bei der nächsten machen wir halt. Okay. Okay. So, dann erstmal schön fein säuberlich, vorsichtig über die Brücke und gucken. Also, das kriegen wir heute locker hin, oder? Das ist ganz schön laut hier drin. So. Man hätte das auch mit einem Anhänger fahren können. Ja, ist vollkommen richtig. Aber wir hatten, glaube ich, gerade keinen da. So, das ist der erste Abzweig. Dann fahren wir weiter bis zum nächsten. Wenn mich nicht alle täuscht. Ja. Dann fahren wir mit dem MRN schnell zur Farm hoch. Das sollte ja eigentlich gut machbar sein. Auf dem Rückweg vielleicht mal voll tanken. Und dann fahren wir wieder gemeinschaftlich Richtung Fabrik. Dann kommen wir am Dorf vorbei.
Ja, das ist doch gut koordiniert. Also hier ist der nächste Abzweig. Hier trennen sich die Wege. Und dann müssen wir mal gucken, was wir noch für Aufgaben und Missionen hier finden auf der Map. So. Ist doch richtig hier, ne? Ja. Okay. So, Winde ab. Dann machen wir hier erstmal aus. Dann fahren wir hier weiter. So. Haben wir eigentlich Licht an? Weiß ich gar nicht. Jetzt. Gut. Abmarsch. Die Ölfässer rollen an. Bis zur Farm ist es mit dem glücklichen Kinderspiel. Der ist so leise, ne? Den hört man fast ja auch nicht. Die Baumstämme jucken den gar nicht, wird einfach drüber gehampelt. Geil. Hier ist die Bushaltestelle. Ne? Da. So, es ist die Frage, wo fahren wir lang? Wir fahren den vernünftigen Weg, ne? Hätte ich gesagt. Ja. Tankstelle, Farm. Oder fahren wir gleich hier unten lang zur Farm? Ne, wir müssten hier abbiegen, oder? Bin mir gerade nicht sicher, ob der Weg vernünftig ist. Wir hätten auch... Naja. Ne, komm, wir probieren nicht mal. Wir fahren mal hier lang. Mal gucken. Ich weiß nicht, wo wir ankommen. Da werden wir rausfinden. Auf jeden Fall würde dann schon sumpfig, muddrig, eklig, schmierig und... Eieiei, ganz schön sumpfig. Aber der macht das schon. Ah, der hat schon ganz schön Sprit verbraucht hier. Alte Saufkuh, gibt's ja wohl ja nicht. So, haben wir hier die erste Weggabel. Dann müssen wir nochmal die Mappe fragen, wo es hier weitergeht. Zeig! Ja. Ich würde jetzt eigentlich sehr gerne links rumfahren und dann hier am... Oh. Da sind wir noch nie lang gefahren, glaube ich. Ja, mal gucken. Vielleicht wird das ja was. Oder sind wir da schon mal lang? Na, so richtig sicher bin ich mir da nicht. Wir probieren mal. Mal gucken, wo wir rankommen, rauskommen, hinkommen. Oder umfallen oder neue. Ja, Gott. Eieiei. Das ist aber. Hey, hoppala, was ist das denn hier? Das ist ja nicht mal so cool. Oh nee, hier hätten wir aber nicht langfahren brauchen, oder? Ach du Schande. Langsam, 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 langsam. Okay. Ja, höchstwahrscheinlich jetzt da bessere Wege gegeben. Jetzt sind wir da. Jetzt müssen wir hier durch. Das Beste draus machen. Ich finde krass, wie die Karre hier einfach überall lang krabbelt. Dann kannst du hinfahren, wo du willst, ne? Dann mach das einfach. So, und hier war der Weg. Irgendwo hier oben. Oh weia, oh weia, oh weia. Ist aber knapp, man, die Pfähle hier. Oh. Warte, halt mal, stopp mal. Sind wir hier auf... Okay, jetzt ist ein bisschen früh, wo wir abgebogen sind. Wir müssen da hinten hin. Dann zurück. So, dann fahren wir uns den Spiegel erst einmal richtig ab. Jawohl. Jetzt hängen wir hier an der Birke fest. Ist ja traumhaft. Oh nö, hier muss ich aber nicht. Stecken wir hier jetzt fest? Nö, der zieht sich hier durch. Geil, geil. Oh, wie. Ey, Wahnsinn. Ich hätte jetzt gedacht, das Ding bleibt hier stecken, ne? Aber okay. Anscheinend hat er Bock. Ja, wir hätten woanders langfahren sollen. Wäre, glaube ich, deutlich besser gegangen. Ist das hier der Weg jetzt? Ja. Das ist doch kein Weg, nicht? Oder etwa doch? Doch, nee, das... Oh Gott. Oh je. Durch das Wasser? Hier lang. Alles klar. Ne, also zurückfahren wir auf jeden Fall die andere Strecke. Kannst du dir ja nicht antun hier.
Schön langsam, mein Kleiner. Schön langsam. Gott. Na, macht er aber. Ich hänge einfach nur am Gas und dann quält er sich hier so durch den Pudding. Das ist ja geil. Naja, aber nochmal will ich da nicht durch. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch geradeaus fahren, bis wir irgendwann mal an der Farm ankommen. Das ist ja machbar. Oh, jetzt haben wir hier das Modderloch durchgekrabbelt. Perfekt. Ja, der fährt sich so gut. Ja, nicht übermütig werden, nicht zu schnell. Wow, hier ist er richtig saftig. Krass. Dann fliegt die olle Pampe aber hoch. Sag mal, sind wir noch auf Kurs? Halt mal an. Ja, sieht gut aus. Und dann weiter. Weiter, weiter. Wir haben gleich geschafft. Dann haben wir die erste von 4 Ölpaletten schon mal abgeliefert. Ja, wie gesagt, zurückfahren wir dann den anderen Weg. Dann können wir gleich mal voll tanken. Weil das ist ganz schön doll knetig hier alles. Ich will diese olle Berg- und Talfahrt da hinten nicht nochmal machen. Weil alle anderen Wege sind ja eigentlich relativ gut befahrbar, möchte ich meinen. Also bis runter zur Fabrik und bis zum Dorf da, das geht ja. Was der für Furchen hier drin zaubert. Herrlich. Hallo, ich hab da mal was mitgebracht. So, hier ist dicker Pudding. Ne, das geht eigentlich. Ich hätte jetzt mit mehr Unebenheiten und Löcher und Modder gerechnet hier. Mensch, wo war denn das? Das war auf der anderen Map, ne? Da, wo die Farm so eklig, saftig und alles voll mit Moor und Sumpf und Motter war, wo man gar nicht lang konnte. Hier fährt sich das ja einigermaßen. Hier sind zwar dicke, fette Furchen, wenn wir da vielleicht nicht reinfahren, ist auch von Vorteil. So, und mit Schmack ist durch. So, das war Lieferung Nummer 1. Und Gott sei Dank, der hat die hintere Palette abgeladen. Dann haben wir den Schwerpunkt nämlich nicht hinten, sondern schön zwischen den Achsen. Perfekt. So, dann eiern wir zurück. Guck mal, wenn wir hier oben auf dem Damm lang fahren, dann sind wir nicht in der Modderfurche. Wir brettern mal hier raus. Dann nehmen wir die direkte Ausfahrt hier. Auch mit Volldampf, mit Schmackes. Und hier rum. Den Baum, den machen wir platt. So, siehst du wohl. Ja, langsam, langsam, langsam. Wäre schade, wenn wir mit Vollgas uns hier immer auf der Seite kugeln und dann in Wasser drin rollen. Deswegen gerade hier das so. Na, manche Stellen sind schon ein bisschen tückisch. Aber wir kommen durch. So, dann fahren wir jetzt aber hier nach oben hoch. Oder? Warte mal, das war doch die richtige Entscheidung, oder? Ja. Genau, dann kommen wir nämlich oben an der Tankstelle vorbei. Dann brauchen wir unten nicht durch den Saft fahren. Genau. Wobei hier ist auch nicht viel besser. Aber wenn wir uns hier langsam durchquälen. Wir müssen ja nur eh mal hier lang. Ne? Wir fahren nämlich jetzt alles richtig schön herrlich kaputt. Na, na, na. Jetzt schmiert er aber übel nach links weg. Hallo. Teilnehmer, wird's gehen? Komm schon, komm schon, komm schon. Tu es, tu es. Ich bin erstaunt. Habe ich schon mal erwähnt, dass der MAN übel geil ist? Der macht einfach alles, was er soll. Und so übel viel Sprit verbraucht er auch nicht. Guck mal, wir sind hier bei knapp 7, 8, 9 Liter. Das geht. So, hier ist nochmal Nadelöhr. Hier müssen wir ein bisschen vorsichtig und langsam. Mit die Steine vorsichtig. Achte Jut.
Also in der Innenansicht ist schon echt hässlich. Wo der Weg hier so lang führt. Guck mal, Spiegel, die Räder. Das ist schon cool. Hoppala. Oh Gott, die Kameraführung ist ja hier innen drin sehr, sehr unschön. Okay. Ich glaube, das war das Schlimmste, oder? Wenn wir tanken wollen, müssen wir hier hoch. Genau, hier war die Bienenfarm. Und da ist die Tankstelle. Vorsicht, hier ist ein Graben. All. Krass. Ey, ich finde die Map auch voll geil. Also da, wo wir vorher waren, da habe ich ja nur schlechte Laune gehabt. Die hier ist echt, echt um einiges besser. Vor allem, du hast hier... hoppala. Vor allem, du hast ja auch echt mal ein paar Passagen, wo du wirklich vernünftig fahren kannst. So wie hier, guck mal. Schöne asphaltierte Straße, wo du dir mal keinen Kopf machen musst. Das war ja gefühlt auf der anderen Map so gut wie gar nicht. Da war ja alles immer nur der reinste Horror. Gut, das war ja einfach. So, voll mit Sprit. Kann er sie ordentlich schmecken lassen und dann fahren wir zurück. Und dann geht's gemeinsam weiter. Das sollte ja eigentlich gut machbar sein, weil der Rest vom Weg, der müsste eigentlich vernünftig zu befahren sein. Ganz auf entspannt. Und jetzt regnet es. Na klar, was denn? Wohin genau? Da lang. Oder? Warte mal. Ja, die Wegführung hier ist manchmal ein bisschen schwierig. So, einfach durch den Saft. Immer den Telegrafenmasten entlang, dann klappt das schon. Stein ein bisschen ausweichen hier. Sehr gut. Was vielleicht noch interessant wäre, ob das wirklich einen Effekt hat, wenn wir durch Wasser fahren. Ob die Profilrillen der Reifen dadurch ein bisschen sauber gewaschen werden und wir wieder mehr Grip generieren. Weil theoretisch ist es ja so, ne? Sind die Reifen sauber gewaschen, können sie sich wieder schön im Dreck festfressen. Wenn die Rillen alle voll sind mit Modder, dann schmieren die halt nur noch. Ich weiß nicht, ob das mit berücksichtigt wurde. Könnte ich mir aber vorstellen, weil wenn wir durch Wasser fahren, wären die Räder ja auch sauber. Dementsprechend, ne, würde sich das Grip-Level auch wieder erhöhen, sobald wir die immer abgewaschen haben. So, wir sind rundherum. Sehr gut. Müssen wir hier oben den anderen Kollegen gleich antreffen. Da hinten steht er. Dann geht es weiter am Text. Und stopp. Okay. Licht, bitte. Ich könnte mir vorstellen, dass es nämlich gleich dunkel wird. Jo. Ah, der lenkt halt langsamer. Der ist schwerfälliger. Also der MAN ist schon echt eine harte Nummer. Also den schlägt so schnell echt nichts. Abfahrt. So, wo geht's denn lang? Immer den Hauptweg entlang, bis wir irgendwann mal am Dorf ankommen. Okay. Wo immer der Hauptweg lang führt. Der MAN wird uns schon durchschieben hier durch den Saft. Guck mal, der schiebt ja wirklich. Boing. Wenn wir den MAN davor hängen, dann ziehen wir uns damit durch. Das würde auch gehen. Ich dachte immer, er hier ist der Herkules von den beiden. Und die nehmen sich ja nicht so viel, oder? Das Schöne ist, jetzt einfach durch. Durch. Immer gib ihm Kette hier. Ohne Rücksicht auf irgendwas. Einfach immer mit Vollgas durchkneten hier.
Der Regen tut sein Übriges. Nicht gerade von Vorteil bewegt. Ist ja ein schön schmatzig hier wieder. Ganzer Untergrund. Könnte ein bisschen besser schalten manchmal mit dem Gefühl hier. Oder bin das verwöhnt vom MRN, das kann auch sein. Die alten Fensterrollos hier hochgekurbelt. Festgemacht, einfach nur eine Rolle. Die ist schon ganz lustig. Na, wird's denn gehen? Komm schon, komm schon. Ja. Der Regen ist weg, das ist ja schön. Ist eigentlich relativ unspektakulär, was wir heute machen, oder? Also wir fahren einfach nur und liefern Sachen ab. Relativ ohne Zwischenfälle. So, warte mal, warte, warte. Stopp halt, geradeaus weiter. Wir hätten auch hier über den Hof fahren können. Wäre jetzt wirklich eine Abkürzung gewesen, weil hier vorne ist immer doll saftig. Ne, hier ist richtig Modder. Richtig eklig. Okay, also ein bisschen Strecke ist ja noch. Dann müssen wir danach mal gucken, was noch für Aufträge da sind. Ob sich da noch irgendwas lohnt, irgendwas zu machen. Stand da nicht noch irgendwo ein Auflieger oder ein Anhänger rum? Wenn nicht, holen wir den ab und verkaufen den. Weil das können wir mitnehmen, das Geld, oder? Na nun komm, nur schalt doch runter. Naja. Komm, wir gehen einfach auf High Range und dann lass knacken. Dann bleiben wir wenigstens auf einer Geschwindigkeit. Dann hat er mit seiner Hin- und Herschalterei wenig Stress. Ja, so kommen wir noch gut voran, denke ich mal. Vor allem angenehmer, besser, gleichmäßiger. Bleiben wir dann jetzt eigentlich auf dem Weg oder müssen wir durch den Sumpf fahren? Wir fahren außen rum, ne? Ich glaube, wir fahren außen rum. Da hinten müsste vielleicht sogar schon das Dorf sein. Da, wo der gelbe Pfeil ist, das Dorf zum Abladen. Ja, langsam aber stetig. Also wir kommen voran. Wir kommen gut voran, ohne Stress. Doch alles erstaunlich trocken hier. Ich hätte fast damit gerechnet, dass wir hier dicke fette Löcher haben, wo wir uns durchkneten müssen, aber das passt ja hier soweit. Hier wird noch mal ein bisschen hässlich. Warte mal, versuch mal hier auf den Damm zu fahren. Okay, wir rutschen hier. Ach, Schande. Katastrophe. Warte mal, hoffentlich bleibt der MRN auf der Räder. Hier oben wäre schön. Komm mal mit. Ja. Bist ja wie ein Anhänger. Total spurtreu. Guck dir das an. Das ist der Hammer. So, hier Motor überdreht. Ach komm. Alles klar, dann trennt sich. Uiuiui, hier ist aber nochmal ein dickes Loch. Hier wächst doch schon Schilf in dem Loch. Guck dich das an. So, dann werden wir uns hier nochmal den Weg bahnen ins Dorf. Und dann fahren wir mit dem anderen Onkel weiter zur Fabrik. Und dann hätten wir das erfolgreich abgeliefert, oder? Da solltet hin. Okay, okay. Hallo. Motor abstellen. So, Spritsparen ist wichtig. Da steht der andere, da steigen wir ein. Und weiter geht's. Action. Der ist ja nur noch ein Katzensprung, oder? Das sollte der hinkriegen hier. Ja?
Na? Jetzt wird es noch dunkel. Och nee. Oh, hier fährt sich schön. Warte mal, wir machen auf High Range. Dann bleibt der wenigstens gleich. Schön über die Bretter klappern hier. Das Öl nochmal schön durchschütteln. Genau. So. Na siehste, einwandfrei. Das war fast ein bisschen einfach. Schön, ey, wenn die anderen Missionen genauso gewesen wären, wenn ich so an dem Holz zurückdenke. Eieieiei. Da ist das ja hier wie Kindergarten, oder? Treffen wir hier in den beiden Einfahrten, ohne uns gegen zu kacheln. Das wäre natürlich super. Nee. So. Okay. Warum arbeitet denn hier niemand? Hier ist niemand. Ein Vogel fliegt hier rum. Und eine Statue steht hier. Das wartet doch schon. Tada. 5750. Sehr cool. So, damit hätten wir das. Und ja, nicht so viel Sprit verbraucht, wie ich dachte. Eigentlich okay. So, machen wir aus dem Bock hier. So, dann würde ich mal gucken, was haben wir denn jetzt hier noch so alles schön auf der Agenda. Wir haben erfolgreich diesen Auftrag erledigt. Hier oben stand noch ein Trailer. Der Rest ist eigentlich aufgeräumt hier auf der Map, ne? War hier noch irgendwas? Nee. Das ist der MRN, da ist der, okay. Der KSM-100, der wohnt hier, gut. Den müssen wir noch nach Hause holen irgendwann mal, vielleicht, oder vielleicht auch nicht. Hier ist noch ein Anhänger. Ah, nee, Anhänger-Shop, Entschuldigung. Aber hier oben war noch einer. Ist das ein Auflieger, oder was ist das? Ein Scout-Tank-Auflieger. Ganz ehrlich, notfalls würde ich das Ding hinterm K700 hängen und einfach nach Hause schleifen. Blöd ist nur, wir waren bei der Farm. Wir hätten den mit dem MRN mitnehmen können, oder? Der K700 steht da. Damit könnte man hier querfeldein hinkrabbeln und das Ding abholen. Wollen wir das beim nächsten Mal machen? Was haben wir denn noch für Aufträge? Holzplanken. Wo müssen die hin? Lieferung zum Bahnhof. Holzplanken, 5 Stück. Die kriegen wir an eine Sägemühle. Ne, die kriegen wir nur an eine Sägemühle. 5 Holzplanken. Oh, war ja. Das schreit wieder nach so einem Einsatz, oder? Wollen wir mal mit einem Sattel. Ne, mit einem Sattelflieger brauchen wir hier nicht durchteigern. Das kannst du vergessen. Das brauchen wir, glaube ich, gar nicht anfangen. Das Theater. Wir könnten. Ah, wir sind ja fast vor Ort. Wir aktivieren das mal. Dann fahren wir mit dem MRN hier lang, packen 2 Holzplanken ruf und eiern das nach Hause zum Bahnhof. Und dann kommen wir mit dem hier lang, nehmen da auch nochmal 2 mit und machen das gleiche. Da, das sehe ich uns gut dabei, ja. So machen wir das. Wobei, mit dem hier lang, das könnte, naja, vielleicht hier außen lang. Das kriegen wir hin. So machen wir das. Cool. Mittlere Stämme. Warum sind da mittlere Stämme? Sind das die, die wir nie weggeholt haben? Liegen die hier noch dumm rum? Müssen die noch verladen werden? Ja, glaub ja. Nun denn, nö, lass das mal annehmen. Das machen wir beim nächsten Mal, Freunde. Wir haben erfolgreich die Fässer von A nach B kutschiert. Hat mir sehr gefallen, weil war einfach mal ohne irgendwelche Hindernisse und ohne irgendwelche Komplikationen. Der Plan hat funktioniert, wie er auch angedacht war. Cool, ja. Ob die nächste Mission genauso abläuft, werden wir sehen. Wir müssen 5-mal Holzplanken liefern. Wir kriegen aber nur 4-mal weg. Schauen wir mal. Beim nächsten Mal. Ich freue mich. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Bis dahin. Macht keinen Quatsch. Und rein hauen.